Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Wir haben wie abgemacht ein Team hingeschickt. Kyles Anhänger zerstreuten sich und der Major hat sich widerstandslos ergeben. Wir werden dafür sorgen, dass er die benötigte Hilfe erhält. Ich hatte damit gerechnet, dass die Sache in einem Blutbad endet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gelungen ist, Commander. Aber Sie haben viele Leben gerettet. Meinen Glückwunsch. Thank you.
Persönlicher Datenrekorder für Major Elena Flores. Ersten Eintrag abspielen. Sigma 23 ist fast vollständig funktionsfähig. Die Baracken und Lager sind komplett und wir haben begonnen, die Munition einzulagern. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Allianz im Nebel patrouilliert. Die einzige Gefahr werden wohl die Piraten sein. Und wer würde denen glauben? Offenbar haben wir Platz für 2 verstärkte Schwadronen Cerberus-Soldaten. Cerberus? Ich wüsste nicht, dass ich schon von einer solchen Organisation gehört hätte. Zweiten Eintrag abspielen. Das Paket für den Feldtest ist heute angekommen. Mir wurde gesagt, dass sie den Einheiten sehr ähneln, die auf Noveria entwickelt werden. Sie haben versprochen, dass diese stabil sind. Angeblich, weil sie in der Nähe der Hauptkontrolleinheit produziert wurden. Wir haben herausgefunden, dass einige Piraten einen Schlupfwinkel im benachbarten System haben. Wir werden sie dort wohl zum ersten Mal einsetzen. Den letzten Eintrag abspielen. Sie sind der Eindämmung entkommen, diese cleveren Bastarde. Wir haben sie wie Tiere behandelt, hätten sie aber eher als Kriegsgefangene ansehen sollen. Sie breiten sich aus, besteigen die Versorgungsschiffe und schicken sie an beliebige Ziele. In einer Woche werden sie sich im ganzen Cluster verteilt haben. General, wenn Sie diese Nachricht empfangen, habe ich nur einen Rat für Sie. Verzichten Sie auf die Rachni. Sie sind zu clever. Nutzen Sie eins der anderen Projekte. Flores, Ende. Zum letzten Mal. Offenbar waren die Leute bei Binhex nicht die einzigen, die dumm genug waren, sich mit den Rachni einzulassen. Gehen wir. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Thank you.
Allianzvertreter haben einen gefährlichen Kult, der vom früheren Allianzoffizier Major Kyle angeführt wurde, zerschlagen. Major Kyle ergab sich und ist nun wegen seiner ernsten posttraumatischen Stresssyndrome in Behandlung.